Wow. Das nenne ich mal eine Brücke, ne? Pass auf, gleich kommen wir da hinten. Oh, Grufener Strand. Was? Aber so ein bisschen erinnert mich das daran. Da habe ich auch so einen riesen Trümmer von Brücke hingestellt. Habe ich auch gebaut mit Blender. Dieses Riesending, aber nur die Pfeiler einzeln habe ich gebaut, hingestellt und dann habe ich das so mit anderen Bauwerken zusammengefriemelt. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier mit unserem schönen knallroten Redline eigenen Trailer mit Dosenschweinefleisch unterwegs von Spitzbergen Longyearbyen in den Süden Spaniens und sind jetzt hier in Schweden in dem Bereich von Luleå. So, hier sind wir mal hier abgefahren zum Tanken und fahren jetzt weiter. Das geht jetzt also so eine, ja, ich sag mal, relativ bekannte Strecke hier wieder runter, ne? Sonst, jetzt müssen wir uns erstmal hier entlang kämpfen, ne? Gut, machen wir das. Wir fahren weiter. So. Karre an. Gang rein. Fahren. Komme ich jetzt am besten hier raus? Einmal so rum hier, ne? Müsste doch passen. Joa. So ein paar Taler für tanken sind mir völlig Wumpe. Und am Anfang ist das alles noch wichtig, aber jetzt interessiert mich das überhaupt nicht. Ach ja, die Dekadenz. Fängt das an zu plästern? Ja, guck an. Ich meine, ich hätte die Regenwahrscheinlichkeit so ein ganz kleines bisschen geändert. Das kann aber sein, dass ich mich jetzt vertue und dass ich das im American Truck Simulator gemacht habe. Da war ich nämlich jetzt die letzten Tage auch so ein bisschen unterwegs. Und bin da so ein bisschen rumgefahren, ohne Aufnahmen zu machen. So. Wieder rauf auf die Straße. Und 60.000 Taler mal eben wieder verdient. Ist doch Knorke. Ja, ja. So. Ich habe doch wohl Licht an, ne? Kontrolliert das lieber mal. Ich muss da mal auf den Schalter gucken. Ja, jetzt ist das Licht auf jeden Fall an. So. Noch ein bisschen mehr hier. Gucken, was wir die 80 wieder einloggen. Zack. Und dann kommt 70. Das wäre typisch. Ach ja, oh, jetzt müssen wir echt Kilometer fressen. Das ist echt ein ganzes Stück hier die Küste runter. Aber nützt ja nichts. Nützt ja nüschte. Ja, die Kamera ein bisschen so. Ich muss immer vorne so die Zugmaschine ein bisschen sehen. Ach, jetzt kommt Baustelle. Sonst fahre ich noch leichter irgendwo in die Planken rein. Oh, ist ja noch zu schnell. Guck mal, das war schon wieder. Immer noch 50. Ah, jetzt ist es vorbei. So. So, 22 Uhr ist und auch noch Regen. Könnte natürlich dann doch schon so ein bisschen düster werden. Aber richtig dunkel wird es hier sicherlich nicht. Nochmal 60.000, danke sehr. Der Rubel rollt. Ja, also ich würde ja, hatte ich beim Umsatz jetzt nochmal anzuknüpfen von der Quatscherei in der letzten Folge, ich würde ja tatsächlich dafür plädieren, dass man nur eine Halle kaufen kann, wenn man da hinfährt. Also Hallen einfach so aus der Map rauskaufen, nö. Würde ich gar nicht zulassen. Nö. Fahr gefälligst hin, wenn du die Halle haben willst. Adam F. konnte keinen Auftrag kriegen. Ja, Kündigung. Die Kosten, na, betragen. Mal diese langen Texte, 5000 Taler, ja. Da ist so eine Tankrechnung so ein Witz gegen. Und da kommt wieder 15.000 rein, siehste. Erik D. Erik
Eryk mit Y. Erypsilonk. 70. Nicht Jahre alt. km/h. So. Und nochmal 31.000. Wunderbar. Etienne. Ist das eigentlich ein weiblicher Vorname oder ein männlicher? Ich glaube, Etienne ist ein weiblicher Vorname. Kann das sein? Bin aber nicht ganz sicher, aber klingt sehr französisch. Boah, ist denn hier los? Voll der Stau. Ach. So. Wie wäre denn das, wenn wir mal einen anderen Truck nehmen? Ich habe ja jetzt hier den Scania, den fahre ich ja jetzt schon. Boah, wo sind die Kilometer? Da. 128, fast 129.000 Kilometer. Und die bin ich wirklich alle einzeln selbst gefahren. 129.000 Kilometer fast. Naja, jetzt 17 Kilometer noch. Und man könnte ja mal was anderes fahren. Ich könnte mir ja so einen Renault mal holen oder so einen kleinen Iveco. Mal einfach mal, um mal was anderes zu fahren. Da hat man ja ein bisschen anderes Fahrgefühl, eine andere Geräuschkulisse und so. Warum nicht, ne? Ich habe bestimmt auch irgendwo solche LKWs stehen. Ich habe wahrscheinlich auch noch irgendwo LKWs, wo gar kein Fahrer drauf ist. Das sind so eigentlich, müsste ich mal meine Firma so ein bisschen aufräumen, dass eben LKWs, die rumstehen und nicht benutzt werden, dass ich da Fahrer drauf setze. Obwohl die LKWs, mit denen ich selber schon mal so fahren wollte, guck mal, das ist ein Fragezeichen, ob wir das holen sollten. Sollen wir das holen? Bringt mir das irgendwas? Ich denke mal, wenn ich Fragezeichen von Jobcentern einsammle, oh, da blitzt es, dann könnte mir das helfen, dass vielleicht dann wieder eher auch mehr, ach, jetzt habe ich zu früh geblinkt, ist egal, Leute angeboten werden. Ich hatte ja aufgehört, Leute einzustellen, weil das Jobcenter immer gesagt hat, gibt keine. Komm morgen wieder. Gibt keine. Komm morgen wieder. Ne? Da hatte ich irgendwie 300 und schon. Und jetzt irgendwann waren wieder welche da. Ach, das ist ein Volvo-Händler. Ist also kein Jobcenter. Will nur eben hier einsammeln. Danke sehr. Also direkt wieder umdrehen. Guck mal da hinten die Sonne, wie tief die steht um 22:30. Ich glaube aber richtig duster wird es nicht. Wenn das anfängt wieder richtig duster zu werden, dann werden wir die Nächte wieder überschlafen. Ne? Ist immer noch Mittwoch. Haben eine Woche noch. Eine Woche. Aber es sind immer noch über 4000 Kilometer. Das ist schon was. So. Jupp. Und da sind wir dann gleich wieder auf dem Weg. Mal eben ein Volvo-Fragezeichen eingesammelt. Warum nicht? Mann, ist hier was los? Wo wollt ihr alle hin? Habt ihr alle Dosen Schweinefleisch für Spanien? Die sind da ganz scharf drauf. Yay, Dosen Schweinefleisch nach Israel. Oder nee, Israel geht ja nicht. Irgendwie nach Irak oder Iran, wo die Leute sowieso überhaupt kein Schweinefleisch essen, die Muslime. Das wäre auch so ein Ding. So, hä? Was wollen die damit? Ja. Aber das sind so Sachen, ja, das ergibt sich halt so hier in dem Spiel. Finde ich auch nicht so wichtig, weil, seien wir mal ehrlich, was man da hinten drin hat in seinem Trailer da, das ist nebensächlich, oder? Aber gut, das ist Geschmackssache. Manche finden das wichtig, dass das alles stimmig ist und ich finde das nicht ganz so dramatisch. Ich amüsiere mich höchstens mal, wenn da so ganz ulkige Konstellationen bei rauskommen, so Tafelgeschirr in Steinbruch liefern und solche Sachen. Ja, vielleicht will da jemand seinen Polterabend feiern und will das schön auf den Steinen des Steinbruchs zerklimpern lassen. Dann bestellt man natürlich einen ganzen Container voll mit neuestem, hochwertigen Tafelgeschirr, wenn man richtig viel Geld hat. Wenn man zum Beispiel einer der Chefs ist von Vonovia, dann kann man sowas machen, ne? So, 70 und schon ist 80. So, das können wir wieder ausmachen. Der Regen ist vorbei. Gucken wir, dass wir jetzt in der Nacht ordentlich Kilometer fressen.
Ah, da ist ein Spielplatz. Habt ihr gesehen? Da links ist so eine Raststelle mit einem Spielplatz. Ja. Ach ja. Rupp-Wümpel-Kommun. Ja, so heißt das hier. Kommun, das sind Landkreise so, ne? Ach, da ist wieder ein Schild, da kommt gleich wieder eine Kamera, eine Hastigkeitskamera. Jupp. Ich erinnere mich, da stand dann immer auch ein Name drunter. Ne? Also dieses Bild von der Kamera, dieses Schild darunter, Hastigkeitskamera. Da stand nicht Hastigkeitskamera, irgendwie Hastigkeitskamera, so ein bisschen, na, war schwedisch, aber man konnte erkennen, was das bedeutet. Habe ich mich immer amüsiert und ich finde das so fair, dass die das jedes Mal angekündigt haben. Dafür stehen die aber auch regelmäßig überall, ne? Wer dann trotzdem geblitzt wird, ist selber schuld. Der hätte doch nicht besser verdient, oder? Naja, ich habe da echt drauf aufgepasst, dass sie mich da nicht blitzen, weil ich nicht wusste, wie teuer das werden würde. Ist man ja so manches Mal im Ausland, werden die Leute ja dann ganz schön zur Kasse gebeten für kleinere Vergehen. Das ist auch sowieso eine Sache, ne? Also ich finde das immer... Können wir wieder schneller fahren hier? Ich finde das immer so unfair. Angenommen, ich werde jetzt irgendwo angehalten oder ich werde erwischt dabei, dass ich jetzt gedrängelt habe. Ich bin jetzt forsch gefahren, bin zu schnell gefahren, jemand dicht aufgefahren, habe vielleicht noch Lichthupe gemacht, den weggedrängelt oder so und werde da irgendwie erwischt und jetzt kriege ich eine Geldstrafe. Was weiß ich, dann kostet das 300 Euro. So. Habe ich das jetzt gemacht als kleiner 0815 Otto Normalverbraucher, dann tun mir die 300 Euro richtig weh. Die tun mir so weh, dass ich mit der Staatsanwaltschaft möglicherweise verhandeln muss, dass ich das irgendwie mühsam in Raten abstotter. So. Wenn jetzt aber einer mit seinem dicken Dreier BMW oder was, so ein richtig stinkend Reicher, der 35.000 Euro im Monat netto verdient, dem passiert das Gleiche, der muss auch nur 300 Euro bezahlen, der bezahlt das aus der Portokasse, der hat das in einer halben Stunde vergessen, das interessiert den überhaupt nicht. So, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der trotzdem weiterhin so aggressiv fährt? Extrem hoch. Und gerade mit dem großen Auto ist das ja dann gefährlich. Das muss immer, wie ich finde, am Einkommen bemessen sein. Wenn das so ist, dass das ein bisschen kneift, aber eigentlich gleich ruiniert beim ersten Verstoß, ne, dann ist der Kleine vielleicht mit 80 Euro oder 100 Euro, die er bezahlen muss, hart genug bestraft. Ja, aber der mit paar 30.000 Euro im Monat, der darf gerne mal 10.000 Euro bezahlen. Dann tut ihm das auch weh. Ungefähr genauso weh wie dem Kleinen da mit den 80 oder 100 Euro. Das finde ich einfach fair. Ja, ich glaube auch, wie ich dazu stehe, was mit Handy am Steuer passieren sollte, das sollte echt gleichgesetzt werden mit Alkohol am Steuer. Alkohol am Steuer wird seit Jahrzehnten schwer bestraft. Da ist der Führerschein erstmal für anderthalb Jahre oder so weg. Und den kann man nicht einfach nach Ablauf der Zeit wieder abholen. Da muss man dann diese MPU machen, man muss noch einen Haufen Strafe dazu bezahlen, man muss die MPU noch bezahlen, teuer und was nicht alles. Das kostet ein paar tausend Euro heutzutage, wenn man wegen Trunkenheit am Steuer den Führerschein weggenommen gekriegt hat. Und ich glaube, auch wenn man dann noch mal ein zweites Mal später erwischt wird, dann wird das sogar noch ekliger. Ne? Ich glaube, irgendwann ist es so weit, kriegt man ihn gar nicht mehr wieder. Und das ist ja auch richtig, das ist ja auch notwendig. Man darf nicht fahren, wenn man da beeinträchtigt ist. Das ist so gefährlich. Und ähnlich ist es also meines Erachtens auch beim Handy. Also Handy, ich sag mal gut, man darf natürlich jetzt nicht hingehen und jemanden dann für anderthalb Jahre oder so den Führerschein wegnehmen, weil der an der Ampel mal auf dem Handy geguckt hat, wie spät es ist. Oder ob da eine neue Nachricht angegangen ist. Da muss man dann schon so ein bisschen, ja. Aber wer nachweislich während der Fahrt mit dem Handy aktiv war, also mit dem Daumen da irgendwie Nachrichten getippt hat oder so und nicht nur mal kurz einen Blick drauf geschmissen hat, da hört der Spaß auf. Also da würde ich dann schon, ich weiß selber, wie gefährlich das ist, ich gebe offen zu der Zeit, als ja Smartphones eigentlich noch gar nicht gab. Das war zu der Zeit, wo es eben, ja, da war das Sony Ericsson K705E und die besseren Nokia-Handys, die waren da noch in. Da war noch nichts mit großartig Internet am Handy, aber SMS wurde getippt. Zu der Zeit, ja, wann war das? Ich würde mal sagen, so in den Jahren 2004 bis 2008, so, oh, war das noch? Shit! Das war aber noch nicht rot. Ihr Mistbuckel, gleich abkassiert hier. Was sind denn 360 Euro? Naja, zu der Zeit
bin ich ja auch als Auslieferungsfahrerin unterwegs gewesen. Und da habe ich dann auch ganz viel während der Fahrt SMS geschrieben. Und dann habe ich auch manchmal gemerkt, dass es durchaus brenzliche Situationen gab deswegen. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, das wurde auch überall propagandiert, dass da Leute zu Tode gekommen sind, weil sie am Steuer mit dem Handy SMS geschrieben haben. Gab es doch so Werbespots auch mal. Ne? Man sieht mal so eine junge Frau, die Eltern schrieben dann, ja, bist du unterwegs, kommst du, wir freuen uns auf dich und so. Und die, ja, ich bin unterwegs. Und dann auf einmal, wumm, dann sah man nur noch so ein Autotrümmer irgendwo im Geraden liegen und dann dieses Handy daneben, wo noch die Nachricht steht, wir freuen uns auf dich, also von den Eltern oder irgendwie sowas. Das hat einen so richtig auch, boah, berührt, ne? Und da habe ich dann auch gesagt, das ist so gefährlich. Ich habe das dann konsequent und von heute und morgen abgelehnt und eingestellt. Seitdem mache ich das nicht mehr. Und gerade mit dem Smartphone, wo man ja eigentlich noch mehr mit aktiv sein kann, wo es noch mehr Möglichkeiten gibt, schon gar nicht. Vielleicht handle ich mir da so ernste Kritik ein oder Leute, die ganz anderer Meinung sind, die sagen, nee, ich finde das sowieso Quatsch, am Auto telefonieren lenkt mich überhaupt nicht ab, was das denn soll. Gut, man kann unterschiedlicher Meinung sein und gerne auch darüber seine Meinung als Kommentar schreiben. Würde ich überhaupt nicht aggressiv angreifen. Ich habe eben die Meinung, dass das gefährlich ist und dass das dann doch ein bisschen härter vorgegangen werden kann. Das sind ja so Dinge, da kann ja keiner blöd reingeraten und dadurch seinen Führerschein und möglicherweise seine Existenz verlieren, weil er den Führerschein beruflich dringend braucht. Na? Sondern das weiß man vorher. Klar, ich hatte natürlich auch die Situation, dass beim Auslieferungsfahren, ich habe ja Pizza ausgeliefert und alle anderen Speisen auch, kam das vor, dass ich von der Pizzabude aus angerufen wurde. Zum Beispiel, hey, du hast den falschen Salat mitgenommen oder Kunde hat nochmal angerufen sowieso oder komm nochmal zurück, wir haben da was vergessen, irgendwie sowas. Und dann musste ich ans Telefon gehen. Ja, da bin ich aber dann hingegangen und habe nur geguckt, aha, Pizzabude. Bin dann aber irgendwo rechts rangefahren und habe dann zurückgerufen, weil meistens, bis ich dann mal irgendwo einen Platz gefunden habe, rechts ranfahren konnte und anhalten konnte, war das dann schon, hat das nicht mehr geklingelt, sodass ich zurückrufen musste. Aber ich habe das einfach nicht mehr gemacht, es sei denn schon mal, ich stand gerade an der Ampel oder so, also das war so ein bisschen Kompromiss. Da hätte ich dann durchaus, ich sag mal, teilweise unschuldig da reingeraten können, ne, wenn ich da erwischt worden wäre. Weil was soll ich denn machen, wenn ein Chef anruft und ich gehe da nie ran, dann gibt das ja auch Ärger irgendwo, ne? Aber das wussten die ja von mir auch schon, dass wenn die mich anrufen, dass ich dann, dass die meistens vergebens anrufen, aber eine Minute später rufe ich dann zurück. Jo. Da habe ich aber auch dann nie mal, kann mich nicht erinnern, dass ich dafür irgendwie mal jetzt einen Anpfiff gekriegt hätte oder eine dumme Frage, sondern ich habe das erklärt, warum, und ist ja auch verboten, da können sie eigentlich auch nichts. Ne? Ich bin ja dann auch auf einem Firmenwagen unterwegs gewesen und da war auch keine Freisprecheinrichtung drin. Ja? So unter dem Motto, wir rufen dich an, du hast gefälligst dran zu gehen und wenn du erwischt wirst, ist dein Problem. Ja. Aber wenn das bedeutet, dann ist der Lappen für anderthalb Jahre weg und kostet ein paar tausend Euro, den wiederzukriegen. Ich weiß nicht, ob die dann noch Fahrer gefunden hätten, die bereit wären, dann auch sofort immer ans Telefon zu gehen am Auto. Weil es nur eine Frage der Zeit, bis das dann mal in die Hose geht, ne? Ja, darf man nicht machen. Also am Handy, am Steuer. Manchmal fühlt man sich so sicher und fährt drauf los. Guck mal, da ist schon sonst, weil ich quatsch uns jetzt schön weit in den Süden. Ist schon halb zwei morgens gleich. Ist gar nicht richtig dunkel, so wollen wir das haben. Man fühlt sich sicher, ist gut mit dem Auto fahren, weil man schon seit wer weiß wie vielen Jahren täglich beruflich unterwegs ist, fühlt sich sehr sicher. Ah, aber am Handy da drauf zu gucken, das lenkt so ab, das kriegt man manchmal gar nicht so mit, weil man gar nicht mitkriegt, was in der Umgebung passiert. Scheiße gefährlich für jeden. Da kann sich keiner von rausführen und sagen, ich kann das machen, bei mir ist das nicht gefährlich. Das stimmt nie. Ja, und Truckfahrer, gerade jetzt, wo so viele Hilfsassistenten gibt bei den LKWs, so elektronische Abstandhalter, die automatisch bremsen und was nicht alles gibt, da fühlen sich manche so sicher, die zocken sogar über einen Laptop irgendwo irgendwelche Spiele, habe ich gehört, während die unterwegs sind auf der Autobahn. Boah,
Wenn da was passiert, die werden doch nie wieder froh. Darf man nicht machen, obwohl ich das verstehen kann. Wenn einer so Fernfahrer ist, ne, wie ich jetzt hier spiele und ewig unterwegs ist, pff, ja. Also was ich mir vorstellen könnte in der Situation, eine Freisprecheinrichtung mit Kopfhörer, das ist ja dann auch erlaubt, und dann vielleicht über, ja, über Discord oder so dann mit an Gequatsche teilzunehmen. Allerdings, das ist ja erlaubt, obwohl das mit Sicherheit auch ablenkt. Aber so alles verbieten kann man auch nicht, ne? Wie ich finde. Was weiß ich, ich habe jetzt das Handy irgendwo auf so eine Ladehalterung und bin jetzt über das Internet mit Discord verbunden und habe so ein Stöpsel im Ohr und ein Mikrofon vielleicht irgendwo und quatsch dann da im Discord mit irgendwelchen Leuten, telefonier oder in der Gruppe und habe die Hände aber frei. Ja. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, das kann man vielleicht machen. Obwohl ich persönlich der Meinung bin, also das gilt vielleicht auch eher nur für mich, gilt vielleicht nicht für jeden, ich könnte mich nicht ganz so gut auf meine Arbeit, auf mein Fahren konzentrieren, wenn ich da noch am Quatschen bin. Das ist so. Aber das kommt auch immer auf die Situation an und natürlich auf den Typ Mensch an, auf die Fähigkeiten, auf die mentalen. Ne? Ich bin sowieso nicht so gut in Multitasking. Gebe ich ganz offen zu. Nee, weiter. 80. So. Was haben wir jetzt? 14:45. Eigentlich rabenschwarze Nacht, aber doch nicht hier oben. Jetzt ist inzwischen Donnerstag. Nur noch 4057 Kilometer. Schweden zieht sich und zieht sich, ja. So. Einkommen. 53.000. Ja, das sind doch ganz ordentliche Beträge, ne? Manchmal kommen ja auch sechsstellige Summen rein. Die IDA. IDA K ist im Level aufgestiegen. Ja, wunderbar. Die Trucker Babes, die machen das jetzt hier. Da wollte ich doch mal nachgucken. Ich habe doch gesagt, mal die Firma aufräumen. Sollen wir da zwischendurch mal nachgucken? Da wollte ich doch mal nachgucken. Jetzt ist ja der Fotofreak neulich mal bei Loch Ness gefahren. Da hat er extra so einen Umweg genommen, weil normalerweise die Streckenführung vom Navi da gar nicht so vorbeigeht. Auch irgendwo schade, ne? Da wird kaum einer mal hinkommen und Nessie sehen. Müsste ich nochmal genau gucken, wo war das eigentlich? Wo ist Loch Ness eigentlich? Dann fahre ich da auch mal gucken. Ich will Nessie auch mal sehen. Nehme ich euch mit, machen wir irgendwann mal. Aber im Moment habe ich noch keinen Bock auf Linksverkehr. Was ist Josef? Nimm dir mal ein Beispiel an den Damen hier. Die bringen wenigstens Geld und kosten nicht jede Menge Kohle wie bei dir 4.500 Ocken. Guck dir mal die Säulen an. Das erinnert mich so ein bisschen an die Brücke, die ich in Julingen verbaut habe. Beziehungsweise genau auf Julingen, aber genau genommen Grovener Strand. Wow, das nenne ich mal eine Brücke, ne? Pass auf, gleich kommen wir da hinten. Oh, Grovener Strand. Was? Aber so ein bisschen erinnert mich das daran. Da habe ich auch so einen riesen Trümmer von Brücke hingestellt. Habe ich auch gebaut mit Blender. Dieses Riesending, aber nur die Pfeiler einzeln habe ich gebaut, hingestellt. Und dann habe ich das so mit anderen Bauwerken zusammengefriemelt. Teilweise. Also das ist jetzt nicht ein großes Bauwerk, die ganze Brücke. Eher nicht. Gerade unten so die Fundamentsäulen, die habe ich noch ein bisschen mit diesen Betonwänden ausgefummelt. Aber hat so ein bisschen Ähnlichkeit, ne? Bleib doch mal in der Spur. Fährst wie eine Besoffene. Ah ne, geht ja darüber. Ja gut, dann fahren wir in der Mitte. Dann fährt keiner mehr hier dran vorbei. Auch wenn du schimpfst da jetzt hinter mir. Das ist mir völlig egal. Aha. Jipchich. Jetzt sind wir bald Sundsvall. Ja, bis Sundsvall war ich ja schon mal raufgefahren hier die Strecke. Und bin ja dann abgebogen Richtung Östersund. Da sind wir auch noch nicht lang gefahren. Guck mal, die ist ganz, ganz grau noch. Müsste man mal gucken, dass man da mal lang fährt. Man mal eine Strecke findet da lang. Aber da kommt ja dann auch nicht mehr viel. Das geht ja dann
nicht so richtig da an der Küste hoch bis zu den Lofoten und so, ne? Das gibt's noch nicht, aber ich glaube, das wollen sie machen. Da weiter ausbauen in die Richtung. Was blinkt denn hier? Was ist denn los hier? Ampel aus? Ja klar, ist ja Nacht. Sondern kurz vor drei. Deshalb. War schon wieder ein bisschen zu flott. So, jetzt haben wir die 70 wieder zu fassen, ne? Ja. Sonst war 49, das ist ja nüscht. Es sei denn, man müsste die 49 Kilometer laufen oder mit dem Fahrrad fahren, dann ist das schon echt weit. Ja, ja, ja. Wir haben endlich unter 4000 Kilometer, siehst du wohl. Klappt, läuft. 15.000 Taler von Selkuk. Selkuk, wer das auch immer ist. Ich kann nicht einmal sagen, ob das Männlein oder Weiblein ist. Ach, guck mal, wird schon wieder hell. Da vorne leuchtet die Sonne schon wieder so ein bisschen. Denke mal, dass es jetzt auch wieder bald noch heller wird und wieder richtig Sonne kriegen. Jetzt sind wir noch 70 hier, da war einfach zweispurig. Oh, Autobahn. 80. Ja, Autobahn, guck. Ist doch schön. Obwohl, als ich hier war, ich kann mich nicht erinnern, dass hier irgendwas autobahnmäßig war. Hier waren nur diese Straßen so zweispurig, einspurig. Zweispurig, einspurig. Zweispurig, einspurig. Die ganze Zeit ging das so. Über hunderte von Kilometern. Aber Autobahn, sonst war. Aber wie gesagt, ich bin ja auch da abgebogen. Sieht man ja da, die graue Strecke, die da weggeht. Da bin ich dann lang gefahren. Ne? Von unten raufgekommen, von Süden und dann da Richtung Nordwesten abgebogen. Richtung Östersund und da am Campingplatz haben wir ja dann übernachtet. Da war dann auch klasse, war richtig hell die ganze Nacht. Haben wir gegrillt noch. Das ist schön, wenn das nicht dunkler wird als so, wie das jetzt hier ist, dann kann man zelten und dann wird man nicht, wenn man nachts wach wird, muss man nicht tapsen und fühlen, wo ist die Taschenlampe, man sieht. Andererseits wird man aber dann um 3.15 Uhr von der Sonne geweckt, die dann das Zelt schon mal eben 35 Grad aufwärmt und scheiße hell ist, da schläft man auch nicht mehr gut. Ja. Und das ist blöd, wenn man so schlecht geschlafen hat, hat aber noch 1000 Kilometer wieder zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so schaffen würde. Ich glaube eher nicht. Das ist ja für mich schon immer ein dickes Ding, wenn ich jetzt mal irgendwie 500 Kilometer nach Nordrhein-Westfalen runterfahren soll oder so. Dann bin ich völlig fertig, wenn ich da ankomme. Dann reicht es mir auch erstmal wieder. Und ich sorge dafür, dass ich im Hellen fahre. Also im Winter. Bei Regenwetter oder keiner Dunkelheit oder noch schlimmer Dunkelheit und Regenwetter, boah. Gut, wenn eine Strecke ist, die ich wirklich sehr gut kenne, vielleicht noch, aber dann noch in fremder Gegend, boah. Nee, du. Nicht mehr meins. Ja. Ja, heute ist das eine Kilometerfressfolge, ne? Wir müssen hier das ganze Schweden runterrappeln. Wie viel haben wir denn da eigentlich noch vor uns? Wir können jetzt mal gucken. Komm. Gucken wir mal auf die Map, wie weit sind wir denn hier? Sundsvall. Ne, hier war ja die nördlichste Spitze von der Ostsee. Ja. Jetzt kommen wir schon bald in den Bereich hier Gävle. Und dann wieder Stockholm. Ja. Da haben wir was Schönes gemacht. Guck mal. Ich wollte ja mal mit der Kamera hier lang fliegen und gucken, ob ich hier auch von außerhalb was sehen kann. Ne? Da ist ja noch eine Kamera. Die hatte ich ja noch gar nicht. Sind wir immer noch nicht fertig mit Spitzbergen. So, was ich mal eben gucken wollte. Zack. LKW-Manager, ne? Fahrer? Guck mal hier. Ja, das sind aber nicht viele. Die anderen sind ja alle, dass die jemand fährt. Guck. Das sind nur drei LKWs. Ich habe einen DAF, einen Scania und einen Volvo habe ich noch stehen. Den Scania, den fahre ich ja. Und die drei? Dann würde ich sagen, demnächst kaufen wir uns mal einfach... Was ist das denn hier?
schon komisch. Das ist, glaube ich, irgendein LKW, den inzwischen nicht mehr gibt oder so ein Mod, den ich mal hatte. Irgendwie sowas muss das sein. Und die gibt es offenbar auch nicht, ne? Ja, dann kaufen wir uns doch mal vielleicht entweder ein Iveco, so einen kleinen hier, ne? 310 PS oder vielleicht auch einen stärkeren. Oder ein Renault. Und dann fahren wir damit mal ein bisschen rum, damit wir mal so ein bisschen Abwechslung kriegen. Guck mal, die Iveco Strat, die ganz klein, habe ich viel gekauft. Weil die waren billiger. Ah ja. Also ist das nicht so, dass ich noch jede Menge LKWs habe, die keinen Fahrer haben. Die sind ja extra für mich reserviert, falls ich mal so ein bisschen wechseln will auf einen anderen. Deswegen bleiben die so. Kann mir das leisten? So. Uiuiuiui, da vorne sind sie aber langsam unterwegs. Was ist da los? Wo ist er glatt hier mal? Oh, warte mal, ich brauche hier ist gerade zweitspurig. Vielleicht kann ich da drin vorbeisausen. Ich fahre aber dafür mal absichtlich ein bisschen schneller, weil er wird ja gleich schnell wieder einspurig. Und dann hilft mir das alles nichts. Wenn ich den Überholvorgang bis dahin nicht geschafft habe, dann war es das. Oh, da geht's schon wieder los. Ich hab's befürchtet. Das war aber haarig jetzt. Die nehmen ja keine Rücksicht. So, jetzt ist wieder 70. Ja. Ja. Schaffen wir das heute noch bis Stockholm? Eher nicht, oder? Nee, das schaffen wir nicht. Aber bis Gävle vielleicht. Ja. Kilometerfressfolge ist das. Eigentlich schon, ne? Obwohl, 3,8 sind es immer noch. Boah. Na gut. Ich glaube, hier brauche ich gar nicht mit dem Tempomat arbeiten. Hier, ab. Ich dachte da... Wieso fährst du denn links? Ach so, jetzt wieder rechts. Was ist denn, wenn ich jetzt mal so richtig... Ja, ich komme ja gar nicht auf Touren. Irgendwie. Nee, das kannst du vergessen. Ist ja gleich schon wieder vorbei. Mit den zwei Spuren, ne? Aber die hatten ja ziemlich weit die Autobahn aufgebaut jetzt. Die ich nämlich, als ich damals da war... so 2005 noch nicht gab, ne? Ist das jetzt Autobahn? Oh, das ist ja prima, ja sicher. Drüben sind ja auch zwei Spuren. Ja, ist doch gut. Hm, Söderhamn. Hamn. Die Ostsee rechts. Ist sie das? Ne. Das kann nicht sein. Die ist auf der anderen Seite. Guck mal, genau 489 Millionchen. Ja, die halbe Milliarde, die ist nicht mehr weit. Es sei denn, ich kaufe jetzt noch ein paar Hallen und alles. Dann, obwohl... Auch wenn ich jetzt den LKW kaufe, so, dann fängt alles nicht viel ins Gewicht. Ja. Da müssen wir mal gucken. Entweder unten in Spanien, dass wir dann da entweder eine Halle kaufen oder eben nur den LKW kaufen und dann tauschen. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich mal so ein bisschen Tapetenwechsel machen demnächst. Geld spielt ja eigentlich keine Rolle mehr. Jo. Aber erstmal müssen wir das Ding zu Ende fahren hier. Na, jetzt wird das interessant, ne? Mit einem schmuddeligen Container. Oh, guck mal da, der Flieger. Fast nicht gesehen. Ah!
Bleibst du stehen? Natürlich nicht, nein. Aber trotzdem bremsen, weißt du? Ja, super. Das ist... Ich habe doch eigentlich einen leistungsstarken Truck, ne? Wieso brauche ich denn so lange? 22 Tonnen geht ja eigentlich auch noch. Nach Granada. So, 5.30 Uhr ist es jetzt. In der nächsten Nacht werden wir dann wieder schlafen. Da macht er die Spirenzchen schon wieder. Vielleicht sollte ich gucken, dass wir da mal dran vorbeikommen. Irgendwie. Könnte vielleicht ganz gut sein. Oder fahr du doch jetzt hier ab. Da wird schon wieder einspurig. Ja, 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 ja. Yay! Arrivederci, wie du kommst wieder rüber. Dann knallt es aber richtig. So ein bisschen Schiss hatte ich ja jetzt, gebe ich ja zu. Ach, schon wieder 80. Das lohnt sich manchmal gar nicht runterzuschalten. Geht sofort wieder los. Einkommen, 34.000 Ocken. Firma dankt. 489,1 Millionchen. Nochmal Einkommen. Nochmal 34.000 Euro. Firma dank nochmal. So mag ich das. Besonders schön beim Übernachten und Fähre fahren. Kann man ja machen, ne? Wir fahren mal nach Thessaloniki. Übernachten da. Gibt richtig Geld. Das können auch mal Millionen sein, die da reinkommen. Dann auf die Fähre rüber irgendwo in den Mittleren Osten. Was weiß ich da. Nach Tel Aviv oder so. Gibt fett Geld, da übernachten, dann wieder auf die Fähre nach Thessaloniki zurückfahren und dann wieder nach Tel Aviv und wieder nach Thessaloniki so 12-mal hin und her fahren und dann haben wir da 50 Millionen verdient oder so. Ja, das geht. Ich weiß nicht, ob da irgendwo eine Bremse ist, ob die da irgendwas eingebaut haben. Ich denke nicht unbedingt, aber... Was soll das eigentlich? Ne, das ist eigentlich Quatsch. Mache ich nicht. So, Gävle haben wir. Was sagt eigentlich die Uhr? Ach, guck mal, haben wir doch noch ein paar Minuten. Ein bisschen können wir noch. Ja, siehste wohl. Furufik oder was stand da? Kann ich nicht lesen. Da ist auch eine grüne Halle, kann das sein? Jo. Wie sieht das eigentlich aus mit meiner Hallendichte in Spanien? Wie gesagt, ich habe das leider gemacht. Ich würde sonst jetzt die Regel sagen, es wird keine Halle über die Map gekauft. Zu jeder Halle, die wir kaufen wollen, müssen wir hinfahren. Ne? Aber ich habe das schon gemacht. Deswegen kann das sein, dass wir Hallen haben, irgendwo, wo ich noch nie gewesen bin. Blöd ist das doch eigentlich, oder? Naja. 56.700, immer her damit. 489,2 Millionchen. Und im Level aufgestiegen. Hervorragend. Na, wenn die Mitarbeiter im Level aufsteigen, dann bedeutet das ja auch, dass sie ertragreichere Aufträge fahren können in Zukunft. Und so wird das also immer mehr und der Hubel rollt immer besser. Na, wenn jetzt der Jason zum Beispiel demnächst seine ersten Angestellten hat, 1, 2, 3 Leute, die noch ganz unten im 0, irgendwas in der Wertung sind, dann kommt er erstmal nach längerer Zeit so ein paar hundert Euro. Das erstmal, oh, das schmerzt noch, das tut sich nicht so richtig. Das muss sich erst so ein bisschen entwickeln. Upsala. 57, ja, kommen wir doch noch bis Stockholm, ne? Einkommen, nochmal 53.000. Immer her mit der Kohle. Was haben wir denn da für ein Nummernschild? Naja, norwegisches wohl oder so. Können wir das mal riskieren? Ja, ist da gut gelungen. Reicht auch. Reicht auch.
sofort schert man aus. Das ist echt übel. So, gucken wir mal, ob wir irgendwo anhalten können. Ich kann ja auf dem Notstreifen anhalten, oder? Notfalls. Oh ja. Ja, Uppsala erreichen wir so gerade noch. Ungefähr. 7 Uhr morgens. Ist doch auch prima, ne? Was leuchtet denn da so grün da hinten? Ist das so eine Lärmschutzwand oder was? Kann ich nicht richtig sehen. Ja, so was Ähnliches. Sieht so aus. Fahren wir hier runter? Nö. Sprit haben wir noch genug. Gibt es keinen Grund für. Hier ist aber auch keine Raststätte. Dann würde ich sagen, halte ich einfach auf dem Notstreifen. Fahren wir mal eben hier an der Ausfahrt vorbei. Ja, das ist hier. Ach, das ist so ein Zaun. Aber warum ist der hinten so. Ist eine Plane vorgeklebt oder was, ne? Naja. Dann ist das so. Hoppla. Wollen wir auf der Spur bleiben, ne? Pass auf, jetzt gleich kommt ein Stück Autobahn, kein Notstreifen. Och ne, ich muss doch mal anhalten. Parkplatz ist hier auch keiner. 68.700, ja. So, dann halte ich hier mal an. So. Gut. Mal bei den. Bremse rein. Ja, da haben wir da aber jetzt schon ein ganzes Stück geschafft, oder? Nicht so langsam fahren, das ist doch nichts. Ich stehe doch hier nur kurz. Ihr könnt einfach weiterfahren. Das sind hier so Zäune. Ich habe das so gesehen in Schweden. Da waren so Zäune und immer wieder waren so kleine Treppen über die Zäune, dass man als Wanderer oder als normaler Fußgänger da einfach rüberlaufen konnte. Manchmal waren dann Kühe oder Pferde auf den Wiesen, aber das waren extra, dass so ein Zaun einen nicht daran hindert, zum Beispiel von hier aus da drüben zu dem Wald rüber zu gehen. Gab ja auch dieses Jedermannsrecht, das war nicht üblich, dass man sagt, ist eingezäunt, das hast du nicht zu betreten. Ne? Ist da nicht. War völlig legitim, hier über die Wiese zu laufen. Jedermannsrecht. Finde ich irgendwo ganz interessant. Na gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und beim nächsten Mal geht's weiter. Mal gucken, ob wir dann fertig werden hier mit Schweden. Dass wir da unser Spanien erreichen, sonst wird da Dosenfleisch gammelig hier. Obwohl Dosenfleisch hält sich ja ewig, ne? Bis dann, bye bye, tschüssi.